Jetzt geht's wieder weiter mit unserem schönes Rattenspiel. A Plague Tale, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ich nenne es lieber Rattenspiel, weil so bin ich lieber auf der sicheren Seite. Nicht, dass ich mich lachhaft mache, dass ich kein Englisch kann. Deswegen. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, weil hier überall glänzt. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Okay. Na Na los, Rodrik wartet auf mich. okay. Hab noch eine Tür. Eine Tür müssen wir noch kontrollieren. Was können wir aufwerten? Innovationstasche will ich auch nicht so gerne machen. Weil ich will noch darauf sparen. Das heißt also sechsmal Stoff. Da brauchen wir keine Werkzeuge mehr außer Umgebung einsammeln. Und Werkzeuge sind, glaube ich, nur die da unten gemeint. Und alle anderen sind die zusätzlichen Sachen. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Okay. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Okay. Schade. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Salpeter haben wir. Ja, und hier haben wir die Oh, Werkstatt. hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Wo ist er denn? Warte. Nein, wir brauchen Stoff. Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Okay, Ratten haben wir da nicht mehr. Ba, ba, ba. Dich habe ich noch nie gesehen. Sie hat sich wohl unter dem Unkraut versteckt. Hugo würde sich bestimmt darüber freuen. Ey. Keine Sorge, er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Ich weiß, aber du hast ja recht. Rhododendron. Die Pflanze selbst ist zwar harmlos. Der Honig aus ihren Blüten soll allerdings toxisch mit Inhalationen und abführenden Eigenschaften enthalten. Angeblich soll dieses Honig die gewaltige Söldnerarmee Kyros den Jüngern ferngehalten haben. Da die Soldaten sich nach dieser Prügelei so viel von ihnen einverleihen, wahrscheinlich wurde er wegen seiner gefährlichen Wirkung zum Symbol von Risiko und Gefahren. Ja, Was machst voll. du denn? Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ja, gleich. Wir brauchen Stoff. Eule, wir brauchen Stoff.
Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hierbleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Nee, ich komme. Hier kamen wir hoch. Also hier kamen wir runter, so rum. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte. Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Wie gesagt, wir brauchen ja immer noch Stoff. Wir wollen Stoff, Stoff zum Überleben. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ja, der kleine Hugo. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Ein ganz, ganz großes Kapitel 11. Jetzt Kapitel 12. Alles, was bleibt. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Oh, 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 oh.
Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ja, so nur Wasser. Okay, ich höre Ratten. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Und da kommt Olavik jetzt. Sind wieder Ratten. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Das stimmt. Aber warum können wir hier überhaupt nirgendwo was looten? Okay, da vorne beim Lagerfeuer. Gott, wir haben ein bisschen was looten. Eine Schnur. Ja, tja. Aber ich denke nicht, dass... die Ratten so schlau sind. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. What? Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Ich denke nicht, dass die Ratten so schlau sind, dass sie denken oder dass sie wissen, okay, Mehr Ratten! Der Landsitz liegt genau vor uns. Okay, da drinnen will ich rein. Da, eine Tür. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Wie kommt man da durch? Ist das Feuer? Wissen wir. Mutters Rohrfeder. Hier hat sie all ihre Briefe geschrieben, bevor sie sie per Brieftaube losgeschickt hat. Ich kann sie nicht hier lassen. Sie hing sehr an ihr. Es hätte sie gefreut, dass du sie aufbewahrst. Oh. Nein! Immer noch nicht. Aber wir können die Bände machen. Da waren wir 6. Also, die Rohrfeder, getrocknet, angespitzt und in Tinte getaucht, kann dieses Schriftrohr, eine Schilfrohr, zum Schreiben verwendet werden.
Obwohl Lesen und Schreiben so wichtig für die Wissensmitteilung ist, wird es nur von ein wenigsten Alite-Mitglieder des Klerums und den gebildetsten Bürger praktiziert. Die meisten erhaltenen Bücher stellen die Welt der christlichen Sicht dar. Allerdings findet man auch Schriften von Alchemisten, die zu den wenigsten gehören, die eine rätselhafte Realität fern aller Dogma beschreiben. Ich bin hier! Und los, vorwärts! Lass mich bloß nicht im Stich! Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Ja. Zeug ist noch easy. Dieses Team funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Ach so. Danke. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Die Ratten! Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Hey, antworte. Da ist noch einer. Dreckskerle. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Wie kann man da hin? Okay. Ich verstehe. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Ich will da hin.
Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ist sie hier voll auf? Aber die Grafik ist so geil. Ist er dein Vater? Sie, Ficker. Was? Oh nein. Was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück. Das Ignifer. Schon gut, schon gut. Da sind noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter! Los! Wir müssen in Deckung gehen! Und wo sollen wir hin? Die sind überall! Willst du lieber hier bleiben? Das halten wir nicht lange durch! Genug! Hört auf! Wow! Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Genommen. Haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Vielleicht hat er was zu trinken gekriegt oder was zu essen. Vielleicht war es was im Essen. Es war vielleicht was im Essen. Man darf nicht vergessen, unsere Mutter war eine Alchemistin. Oder, wie man es im Mittelalter spricht, die Hexe. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Aber wie sind die unser Vater? Warum nicht unser Vater? Wir sind da. Es ist dort oben. Komm, ich hebe dich hoch. Nun denn. Wow. Pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen
Zu seinem Zimmer. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Na. Let's go. Wieso sind hier keine Ratten? Da sind noch mehr Gefäße. Warum ist das noch sauber? Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir! Ja. Hier ist... Mikro. Willst du mich verarschen? Oh, den Weg, den wir gegangen sind, natürlich geht es nicht. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Nach rechts, los! Ja, ich komme. Das Zimmer, du kümmerst dich um die Ratten. Der Weg ist frei, Amicia, wir müssen weg. Warte. Das war knapp. Bewegung, sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Lol, das ist die Küche gewesen. Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Fingerkraut. Diese Pflanze verdankt ihren Namen... der Anzahl ihrer Blütenblätter. Okay. 5 Finger an der Hand. In der Medizin kann sie seit der Antike in Form von Salben und Suten zum Einsatz, um Darm-Magen-Beschwerden zu lindern, Fieber zu senken und Blutungen zu stoppen. Sie wird außerdem als Symbol in der Wappenkunst verwendet. Man ziert die Wappen der ansehendsten Familien in Nordwestfrankreich. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Lauf! Hmph!
Komm schon, los! Oh nein! Was, Lukas? Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Lauf! Komm schon, los! Komm schon, komm schon! Schieß nicht daneben! Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Hab ich das schon. Ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas, vorwärts. Warte. Die Würfel sind gefallen. Los, streng dich an. Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Bitte, wenn du meine Schleuder willst? Nein, danke. Schon verstanden. Sie formiert sich neu. Ich mach das. Ah. Noch eine. Ich auch nicht. Wenn ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Das Licht dort drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Ja? Dass... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Sie sind bestimmt... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube... Ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Ein Stoff noch. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber... Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber... Sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter.
Naja, diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Ja, ein Stock noch. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss! Ja. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Amicia, wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Licht auf Abstand? Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Schieben wir! Ja, gut. Aber so war es nicht geplant. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Ah, okay, es ist wieder ein Rätsel. Es ist wieder ein Rätsel. Ich würde sagen, wir machen morgen es weiter. Das heißt also, ich bedanke mich und wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, das kann man auch 19 Euro kommt noch runterlassen. Und morgen geht's weiter. So, bis morgen. Tschüss.